Geh dann wieder zurück, hier runter. Dann muss ich noch zur Glühbirne. Und dann kann ich das Ding wieder hochziehen und dann dahin. Jawohl, das ist es. Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play The Pedestrian, Folge 5. Hier waren wir das mal stehen geblieben, ich suche direkt weiter, deswegen ganz viel Spaß weiter beim Let's Play. Und wir müssen das Rätsel immer noch lösen. Ja. Wir können natürlich das allererst dahin. Aber ja, nicht. Ja, Moment. Wollen wir erstmal alles nach der Reihe machen. Wir können. Machen wir nochmal ganz von vorne. Einen komplett anderen Ansatz. Wir gehen vielleicht erstmal hier rein. Gehen dann von hier nach da und können den Schlüssel erstmal. Nee. Wir können das Ding aber erstmal hier hin tun. Nee, wir müssen die Möglichkeit haben, hier hinzukommen. Weil dann können wir uns nämlich hierhin teleportieren. Und hier können wir ja ganz easy hier runter. Aber dann kommen wir ja nicht mehr. Ist nicht noch irgendwo eine Tür offen? Noch zwei Türen. Okay, Moment. Dann was ist, wenn ich das einfach hier ran klemme? Bin ich direkt da. Kann ich hoch. Naja. Ich probiere es erstmal so, dass wir erst einmal hier hingehen. Okay, nee, hier bringt es mir ja nichts. Jetzt kann ich den Schlüssel theoretisch hier erstmal hinbringen. Aber das Problem ist, ich kann den natürlich jetzt nicht. Oder kann ich? Ich kann es einfach tauschen. Kann ich das jetzt einfach tauschen? Ach so, wenn das gestrichelt ist, kann ich es nicht mehr tauschen. Das heißt, sobald ich den Schlüssel abgegeben habe. Und was ist, wenn ich den. Ja, aber dann kann ich ja danach noch nicht mehr hin. Muss ich jetzt ein bisschen ausprobieren. Da gibt es dann natürlich jetzt eine Menge. Ich will da mal ein bisschen ausprobieren. So, ich lege den Schlüssel jetzt hier nur hin. Schon geht's nicht mehr. Aber ich lege den Schlüssel hier oben hin. Das geht auch nicht mehr. Sobald ich es einmal benutzt habe. Okay. Dann benutzen wir es einfach mal nicht. Erstmal. Aber sobald wir hier wieder einmal durchfahren, haben wir es ja benutzt und dann kommen wir nicht mehr zurück. Aber dann können wir ja hier rübergehen. Und dann müssen wir aber die Tür noch verbinden. Hiermit. Ja, oder? Ist es das nicht? Aber dann müssten wir ja, das geht ja auch nicht. Okay. Ah doch, geht doch. Mal probieren jetzt. Also, wir gehen erst so. Dann geht's so. Schlüssel lassen wir hier. Wir machen das Ding an. Dann können wir doch. Jetzt brauchen wir den ja nicht mehr. Wir können den Schlüssel mitnehmen. Durch die Tür. Okay, hier wäre der Ausgang. Brauchen wir erstmal nicht. Ich kann den Schlüssel aber mitnehmen hier hin. So. Dann können wir hier rein. So, jetzt können wir das Ding hier ausmachen. Das
Jetzt haben wir den Schlüssel und wir können hier jederzeit durch. Das heißt, ich kann jetzt ganz entspannt. Ich wieder hier. Ich kann nicht mehr. Das heißt, ich muss Schlüssel ablegen. Wieder zurück, die scheiß Spule holen. Mit dem Ding hier auch hochrennen. Nein, ich hab verkackt. Ich hab verkackt, ne? Hä, wie soll denn das gehen? Komm ich da nochmal irgendwie anders hin? Ja, ich komme doch hier ewig wieder hin, ne? Ist klar. Naja, dann ist doch egal. Dann kann ich ja jetzt ganz entspannt wieder hin. Und den Schlüssel holen. Den hier lassen. Hier rüber gehen. Oh, wir haben es endlich. Geil. Den Schlüssel grabben. Komme ich hier wieder hoch? Ich komme hier wieder hoch. Zack. Und dann war die Spule. Och, geil. Alter, da war es aber auch wieder echt. Was kommt hier noch? Na klar. Oh, schön. Geil. Und dann war die Spule. Muss jetzt wo angebracht werden? Einmal... nicht hoch. Okay, dann lassen wir die hier. Wir müssen noch zwei Sachen holen. Machen wir uns erstmal an die Lampe, die wir noch brauchen für das Gerät. Ah. Achso. Ah ja, das ist es ja schon. Na gut, dann gucken wir mal. Okay, dann geht das irgendwie... okay, dann gehen wir mal hier rein. Da müssen wir auf jeden Fall raus. Machen wir das. Da müssen wir hochkommen. Kommen wir mal hier hoch. Dann können wir woanders wieder hoch. Durch die Tür. Durch die Tür. Uns aber auch nicht. Wir können natürlich dann auch durch. Well. Doch, das klappt. Dann können wir doch durch die Tür. Dann dadurch. Doch, eigentlich gehen. Der macht ja gar nichts. Habe ich da irgendwas? Vielleicht muss da ein Gewicht drauf sein, ich habe keine Ahnung. Bin da lost, ganz ehrlich. Macht ja zumindest mal Sinn, aber die Frage ist... so, jetzt kann ich das einfach so machen. Ja, okay. Ist anders, als ich überlegt hatte, aber so geht's natürlich auch. Okay, warte, und wo komme ich jetzt wieder raus? Ja, links. Ja, rechts meine ich. Mann! Ja, Moment, komm hier nicht. Weil ich den da auch noch brauche. Ist auch gar kein Ding. Oh, ja, wenn das Ding mal mitkommen würde. Wir können es nur durch Türen bewegen, oder was? Oben komme ich aber nicht hin. Wir dürfen ja nichts mehr benutzen jetzt. Shit. Alles lief und jetzt kommt er mir so. Lass mich nicht, oder? Nein. Natürlich nicht. Ah, scheiße.
Okay, müssen wir machen. Das anders planen. Vielleicht mal so. Geh da runter, hab das Teil und bin schon lost. Dann können wir aber vielleicht einfach so machen. Und dann kann ich einfach von da nach da gehen. Komme ich aber nicht zur Glühbirne, oder? Wie komme ich zur... Doch, komme ich doch. Eigentlich müsste es klappen. Bin nur lost. Ich muss nur kurz gucken. Das klappt doch. Nein. Ne Moment, ich kann ja nicht. Ach. Da war ja was. Ja, aber ich kann auch das Ding hier einfach runterziehen. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich da hochkomme. Ich komme einfach hoch damit. Ja, easy, guck mal. Dann kriege ich das Ding doch dahin. Aber nicht dahin. Muss doch zu dieser Tür. Dazu muss ich dahin. Da ist keine Verbindung hin. Es klappt nicht. Es klappt so nicht. Ich komme nicht an die Glühbirne. Die brauche ich das leider auch. Ah, so komme ich raus. Klasse. Okay, ich brauche definitiv eine andere Verbindung. Aber ich brauche die eigentlich hier. Weil ich kann den Klotz dann runterstoßen. Aber dann komme ich ja nicht mehr dahin. Das heißt, ich muss das hier hinbauen. Aber diese Tür muss auch irgendwo hin. Ich habe halt drei Türen. Welche ist denn am unwichtigsten? Die nicht. Die. Auch nicht. Die. Auch nicht. Nichts. Ich glaube, bin ich schon wieder lost. Okay. Alle Ruhe nochmal. Ich komme. Ich kann theoretisch auch irgendwie runter vielleicht. Bin dann da, aber ich komme ja nicht mehr hoch. Das heißt, ich muss das Wichtige... Ja, Moment, aber guck doch mal. So, weil ich kann auch hier runter mit dem Teil. Dann so. Dann gehe ich dahin. Hol das. Gehe hier zurück, schmeiß das hier runter. Gehe dann wieder zurück, hier runter. Dann muss ich noch zur Glühbirne. Und dann kann ich das Ding wieder hochziehen und dann dahin. Jawohl, das ist es. Das heißt, ich gehe hier hin. Hol das Teil. Ich schiebe es hinunter. Ach. Ich schiebe es runter. Ich gehe wieder zurück. Ich gehe die Treppe runter. Ich nehme die andere Leiter. Jetzt hier. Ich gehe dann dahin und bin hier. Da will ich aber nicht hin. Ich muss runter. Also muss ich die andere Tür nehmen. Das war die bei der Glühbirne. Richtig. Da muss ich zuerst hin. Ich nehme mir das Teil. Wir haben es, Freunde, wir haben es. Hat ja mal wieder nur eine 13 Minuten gedauert. Aber egal. Die Lampe haben wir. Und die können wir jetzt bringen. Zum Ausgang. Ja, Moment. Komme ich zum Ausgang? Hier zum Ausgang? Ja. Wie können wir das Ding stehen lassen? Jetzt kann ich einfach wieder ganz entspannt in die Mitte gehen. Ich muss in die Mitte. Wo komme ich in die Mitte? Ah, da von oben. Na gut. So, und jetzt kann ich nämlich einfach... Moment, scheiße. Ich muss ja erst den Klotz wieder mitbringen. Aber das ist ja auch kein Ding. Jetzt sind wir nämlich unten. Platzieren wir den Klotz richtig. Zack.
So, ja, das ist aber auch, also wer sich sowas wieder einfallen lässt, das ist halt... Ist ja genau der Falsche. So, schack! Haben wir. Mensch, ach cool. Zack, 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 zack. Lampe on point ist da. Ich freue mich, Alter. Die Lampe, die müssen wir jetzt wahrscheinlich... Das ist halt so. Perfekt. Und jetzt brauchen wir nur noch den... Kasten. Okay. Och nein. Okay, das ist aber nur sowas. Alter. Oh. Es treibt einen. Also das kannst du echt nicht lange am Stück spielen, ne? Aber... Naja, ich nehme es ja jetzt 5 Folgen auf. Es wird doch die letzte Folge sein, denke ich mal, aber... Ich hab hier nur diese 2 Türen da. Kann ich miteinander machen. Ich kann, wenn ich hier hingehe, das bringt gar nichts. Ich kann natürlich jetzt mich einfach mal hier hin. Ja, das bringt doch nichts. Ich kann doch, also ich muss dann hier hin oder was? Klappt nicht. Also, okay. Okay, ich muss kurz gucken. Die gehen ja nicht weg. Da bin ich doch dann aber lost. Ja, aber was ist, wenn ich mich einfach... Ja, natürlich lässt mich das Spiel da nicht hin. Hm. Hä? Ja, ey. Ach. Ich kann die Felder nur in dem Bereich bewegen. Ich krieg das da nicht raus. Ich krieg das nur... Ja, ich krieg das hier nicht raus. Das hier auch nicht. Das heißt, das muss hier sein. Und das hier muss da sein. Das hier muss irgendwo hier sein. Und das kriege ich hier nicht hin. Ja, ich weiß nicht, ob es so ist, dass man dann das... Nee. Also ich kann mich ja da rein. Bringt mir nichts. Ich komm mit keinem Feld weg. Alter, da muss ich jetzt ein bisschen... Gucken. Das bringt nichts, wenn ich da hingehe. Ich kann nur... Tunnel dahin aufmachen. Selbst dann hier hingehen, aber das bringt mir ja gar nichts. Bringt ja nichts. Doof. Das fällt. Alter, komm ich gerade nicht drauf, Alter. Komm ich gerade echt nicht drauf. Ich kann mich hier hinbringen. Die Frage ist, was mache ich denn hier? Das hat ja einen Grund sicherlich, dass ich dann hier bin. Es bringt gar nichts, dass ich hier bin. Es bringt aber nichts.
ist einfach mal sowas von lost. Ja, ich kann mich... Führt denn das hier hin? Das ist offen. Ja, ich kann zwar hier hin und dann... Da hin. Von was bin ich denn... Klappt irgendwie nicht. Ja, und was, wenn ich das so mache? Bringt's auch nichts. Weil das hier... Mein Gott. Immer weiter, was ich prinzipiell gar nicht so scheiße finde. Jetzt können wir doch theoretisch... Ich komme nicht mehr raus. Wofür ist das? Ich kann mich ja nur... Nee. Okay, ich bin lost, Freunde. Wir müssen nächste Folge dann nochmal gucken. Das war's jetzt erstmal. Nächste Folge müssen wir dann nochmal irgendwie von vorne anfangen. Das bringt so alles nichts. Ja. Erstmal sterben gehen. Dann schauen wir nächste Folge nochmal. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.